Und ich stehe hier im leeren Laubengang und sehe das. Trage die gleiche Uniform wie der im Stahlhelm. Was soll ich hier in Polen? Maciejowicz. Vielleicht ist er auch nur verwundet. Habke will ihn holen. Wer so etwas befiehlt. Jetzt sollen also Juden die Verwundeten von vorn holen, an die niemand heran kann. Und die Gefallenen auch. Irgendwer hat große Haufen von Juden zusammengetrieben aus allen Teilen der Stadt. Sie sind ins Vorfeld geschickt worden, weil man annimmt, die Iwans werden auf sie nicht schießen. Haben auch nicht geschossen. Aber inwieweit kann man eigentlich mit den Leistungen der Regierung identifiziert werden, zu deren Volk man nun einmal gehört?